Namaste und herzlich willkommen bei Soul Dance Community. Heute zeige ich dir eine Yoga-Sequenz, die speziell dazu dient, dein Wurzelchakra zu aktivieren und zu balancieren. Mach gerne mit, schnapp dir eine Matte, zieh dir was Bequemes an und los geht's. Setz dich zunächst in eine für dich bequeme Sitzposition. In den Schneidersitz, den halben Lotussitz oder wenn beides nicht geht, dann lass deine Beine ausgestreckt. Falte deine Hände in das Gebetsmudra. Gib dir erstmal einen Moment Zeit, um hier anzukommen. Schließe die Augen. Atme tief ein und aus. Konzentriere dich gerne dabei auf den untersten Bereich deiner Wirbelsäule am Steißbein. Visualisiere die Farbe Rot und atme weiter tief ein und aus. Wenn du deine Praxis intensivieren möchtest, arbeite gerne mit dem Energieverschluss namens Mula Bandha. Dabei kontrahierst du den Dammbereich. Ziehe deinen Beckenboden nach oben. Daraus entsteht ein Gefühl einer zentralen Kraft im Körper sowie mentaler und physischer Leichtigkeit. Sehr schön. Verneige dich vor deinem höheren Ich und öffne langsam die Augen. Lass uns nun sanft beginnen. Lege die Hände auf die Knie und rolle langsam und gleichmäßig deine Schultern in großen Kreisen nach hinten. Atme dabei tief ein und aus. Nun wechsel die Richtung. Atme ein, atme aus. Um noch ein wenig Anspannung loszulassen, ziehe nun deine Schultern so weit du kannst nach oben zu den Ohren. Atme dabei tief ein und dann lass mit einem lauten Seufzer die Schultern fallen. Atme ein, ziehe die Arme nach oben, weit ausgestreckt über den Kopf und bewege die Arme langsam wieder nach unten. Der Blick folgt. Wiederhole das im eigenen Tempo dreimal. Wenn du fertig bist, treffen wir uns im Anjala Mudra, dem Gebetsmudra. Komm nun in den Fersensitz, Vairasana. Du kannst dich entweder mit deinen Zehen abstützen oder die Füße ausstrecken dabei. Falls diese Position für dich sehr unbequem ist, dann nimm gerne ein Kissen oder eine Decke und lege sie zwischen dein Gesäß und deine Beine. Wir wärmen unsere Handgelenke auf. Strecke dabei die Arme nach vorne aus und bewege deine Hände in kreisenden Bewegungen nach außen und nach innen, jeweils 10-mal im eigenen Tempo. Achte dabei, deine Bewegungen mit deinem Atem zu verbinden. Nun öffne die Hände so weit du kannst beim Einatmen. Schließe sie zu Fäusten beim Ausatmen. Wiederhole dies 10-mal im eigenen Tempo. Bringe dabei so viel Spannung wie du kannst in deine Hände. Beim Öffnen spreize deine Finger so weit du kannst auseinander und beim Schließen presse sie so fest du kannst aneinander. Und denk daran, atme dabei immer ein und aus. Sehr gut. Atme nun tief ein, strecke die Arme weit nach oben, komm dabei auf die Knie, der Blick folgt.
Atme ein und aus und ruhe dich einen Moment aus in der Kindspose. Öffne die Knie dabei mattenbreit, die Fersen berühren sich und nun schiebe dich mit ausgestreckten Armen, Handflächen auf der Matte nach hinten. Ziehe die Wirbelsäule lang, indem du versuchst, dich mit dem Po auf die Fersen zu setzen. Entspanne. Komme nun in den Vierfüßler, Barmanasana. Wir beginnen mit Katze Kuh. Atme ein, drücke den Rücken durch, atme aus, mach den Rücken rund. Atme ein und aus. Beim nächsten Ausatmen schiebe dich nach oben in den herabschauenden Hund. Bewege deine Füße langsam auf und ab. Laufe nun langsam nach vorne an den Anfang der Matte. Und rolle dich langsam, Wirbel für Wirbel, nach oben. Wir treffen uns in der Bergpose, Samasthiti. Ziehe nun von hier die Arme nach oben, atme ein und versuche im Berg zu bleiben. Achte dabei darauf, dass du fest geerdet mit deinen Füßen stehst. Das machst du, indem du dabei die Zehen nach oben anhebst und sie wieder ganz einzeln, jeden einzelnen Zeh auf den Boden bringst. Hebe dabei die Zehen nach oben und bringe jeden einzelnen Zeh auf den Boden. Hebe die Fersen an und lass dich wieder auf die Fußsohlen sinken. Nun hast du einen festen Stand. Spann die Knie an. Versuch eine gleichmäßige Spannung im Körper aufzubauen. Die Arme sind ausgestreckt über dem Kopf in Gebetsmudra. Presse die Hände fest zusammen, Schulter nach unten. Halte in dieser Pose. Atme gleichmäßig ein und aus. Sehr gut gemacht. Komm nun in den Baum, Vrikshasana. Verlagere dein Gewicht auf das rechte Bein und hebe das linke an. Bringe deinen linken Fuß an die Innenseite deines rechten Oberschenkels. Alternativ kannst du aber auch deinen Fuß unterhalb des Knies an der Wade oder am Fuß absetzen. Oder über Kreuz. Und falls du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann platziere deinen linken Fuß direkt auf deinem rechten Oberschenkel. Das bedarf eventuell ein wenig mehr Übung. Finde deine Position. Schaffe ein stabiles Zentrum, in dem du den Bauchnabel nach innen und nach oben ziehst. Bringe die Hände in Anjala Mudra und bewege die Arme langsam nach oben über deinen Kopf. Sehr schön. Versuche 3 bis 5 tiefe Atemzüge zu halten. Wechsle die Seite. Schaffe dir wieder ein aktives Zentrum. Spüre die Erdung deines Standbeines und atme tief ein. Das hast du toll gemacht.
Komme nun an den Anfang deiner Matte, in Samasthiti, den Berg. Bringe deine Hände in Anjala Mudra. Atme ein und ziehe die Arme nach oben. Der Blick folgt. Atme aus und komme nach unten in die Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Atme ein, halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus, der rechte Fuß geht nach hinten, mit dem Knie auf der Matte. Atme ein, zieh die Arme weit nach oben. Atme aus, der linke Fuß geht nach hinten. Chaturanga Dandasana, das Brett. Atme aus, lege dich ab auf deinen Bauch. Komm in den heraufschauenden Hund, die Sphinx oder die Kobra. Achte darauf, dass du dabei die Kraft aus deinen Beinen nutzt, um den Oberkörper nach oben zu bewegen, indem du sie anspannst und Füße, Beine und Hüfte in die Matte presst. Atme ein. Beim nächsten Ausatmen komme in den herabschauenden Hund. Bewege wieder die Füße auf und ab. Beim nächsten Ausatmen winkle nun das rechte Bein an und bringe den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Lege das linke Knie nun ab. Atme ein und strecke die Arme nach oben. Atme aus, bringe den linken Fuß nach vorne. Uttanasana. Halbe Vorwärtsbeuge oder 7. Atme ein, Arme nach oben über den Kopf. Atme aus, Anjala Mudra. Atme ein, Arme nach oben. Atme aus, Uttanasana. Verlagere nun dein Gewicht nach vorne auf deine Hände und strecke langsam das rechte Bein nach hinten aus. Wir kommen in den Krieger 3, Virabhadrasana 3. Sobald du dich einigermaßen stabil fühlst, strecke deine Arme nach vorne aus. Versuche mit deinem Bein, deinem Oberkörper und deinem Arm eine gerade Linie zu bilden. Sei stabil im linken Bein. Atme. Noch ein bisschen. Dann hast du es geschafft. Atme aus, setze deinen rechten Fuß ausgestreckt nach hinten ab und komme in den Krieger 2. Atme ein. Und komme in den friedlichen Krieger. Von hier bringe deine linke Hand auf den Boden vor deinen linken Fuß. Wir kommen in das Dreieck, Trikonasana. Strecke den rechten Arm nach oben, der Blick folgt. Falls du Schwierigkeiten hast, auf den Boden zu kommen, dann stütze dich mit der linken Hand gerne unterhalb deines rechten Knies ab oder auf deinem Oberschenkel. Wechsle nun die Arme, indem du deinen rechten Arm auf die Matte vor deinem linken Fuß absetzt und den linken Arm nach oben streckst. Dadurch entsteht eine Rotation in deinem Körper. Falls dir diese Pose schwerfällt, bleibe einfach noch ein wenig länger im normalen Dreieck. Bringe nun beide Hände wieder auf den Boden und komme in den Ausfallschritt mit Knie auf dem Boden. Atme ein, Arme nach oben, atme aus, herabschauender Hund. Einatmen, Brett. Ausatmen, komme auf den Boden. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, Kindspose. Entspannen. Atme aus und komm in den herabschauenden Hund. Bleibe dort ein wenig und genieße die Dehnung. Beim nächsten Ausatmen geht der rechte Fuß nach vorne. Das Knie kommt wieder auf den Boden. Atme ein, Arme nach oben. Atme aus, Hände zur Matte, linker Fuß kommt nach vorne. Uttanasana. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge oder 7.
Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, komm nach oben. Anjala Mudra. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, Uttanasana. Gehen nun mit dem linken Bein in den Krieger 3. Halte, schaffe Balance zwischen Anspannung und Aufmerksamkeit. Setze den linken Fuß nun weit ausgestreckt nach hinten ab. Krieger 2. Einatmen, friedlicher Krieger. Ausatmen, Trikonasana. Komme wieder in die Rotation. Sehr schön. Der rechte Arm geht zum Boden und wir schaffen einen Übergang und kommen in den herabschauenden Hund. Atme ein, komm in das Brett. Ausatmen, komm nach unten. Einatmen, Kobra oder heraufschauender Hund. Atme aus, herabschauender Hund. Genieße die Dehnung. Das linke Knie geht zur Brust. Atme aus und bringe deinen linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Das rechte Knie auf den Boden. Arme weit nach oben. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen. Einatmen, komm mit ausgestreckten Armen nach oben. Atme ein, Arme nach oben. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Und wenn du kannst, dann springe jetzt mit beiden Füßen nach hinten in das Brett. Halte. Und komme langsam beim Ausatmen nach unten. Atme ein, Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Atme ein, strecke den rechten Fuß nach hinten aus. Beim ersten Ausatmen bringe das Knie zum Kinn und mache den Rücken rund dabei. Strecke das Bein wieder. 2. Noch einmal. 3. Atme ein und aus. 4. Sehr schön. 5. Halte. 6. Komme zurück in den herabschauenden Hund. Wir wechseln die Seite. 1. 2. 3. 4. 5. Halte. Sehr schön. Komme nun zurück in den herabschauenden Hund und genieße die Dehnung. Drücke dich mit den Handflächen nach hinten. Spür, wie deine Wirbelsäule langgezogen wird und deine Waden auch gedehnt werden. Wenn du noch intensiver in die Dehnung möchtest, dann lege nun deine Unterarme ab und komme in den Delfin,
Wenn du kannst, versuche dabei vollständig mit den Fußsohlen den Boden zu berühren. Also drücke die Fersen nach hinten. Stütze dich nun wieder auf deine Hände und komme über das Brett nach unten. Gönn dir hier eine kurze Pause. Atme tief in den oberen Rücken. Entspanne. Bewege dich nun langsam in die Kindspose. Strecke den rechten Arm nach oben und fädle ihn unter deine linke Schulter durch. Lege den Kopf ab und genieße die Dehnung in deiner rechten Schulter. Wechsle nun die Seiten. Entspanne. Komme nun zurück in den herabschauenden Hund. Blicke mit dem Kopf nach vorne und wenn du möchtest, springe wieder mit beiden Beinen nach vorne zum Mattenanfang. Uttanasana, halbe Vorwärtsbeuge. Und dann komm nach oben. Wir treffen uns in Anjali Mudra. Stelle deine Beine nun in einer weiten Grätsche auseinander. Sehr gut. Wenn du magst, aktiviere wieder das Mula Bandha. Atme ein und ziehe die Arme nach oben, lang über den Kopf und komme mit langem Oberkörper und ausgestreckten Armen nach vorne. Versuch so gut wie du kannst, den Rücken gerade zu halten und die Arme dabei ausgestreckt zu lassen. Atme. Stell dir vor, wie dich jemand an deinen Händen nach vorne zieht. Komm wieder zurück in die Grätsche. Stemme die Hände nun in die Hüften. Strecke dich nach hinten und komme mit einem langen Oberkörper nach vorne. Versuche dabei, deine Knie angespannt zu halten, damit du nicht in eine Überstreckung kommst. Atme ein. Komm wieder nach oben. Verschränke nun die Finger hinter deinem Rücken ineinander. Komm wieder in die Grätsche und dann beweg dich mit deinem Kopf zum Boden. Lass die Arme, so gut du kannst, dabei gestreckt. Wenn du noch ein wenig mehr Spannung erzeugen möchtest, dann drücke deine Hände nach vorne. Sehr schön. Komme langsam wieder nach oben und löse die Hände. Und nun begeben wir uns in die vollständige Vorwärtsbeuge. Bewege dich nach unten und umgreife mit deinen Zeigefingern deine großen Zehen. Ziehe dich nach unten. Beuge dich so weit nach vorne, wie es geht, sodass der Scheitelpunkt deines Kopfes die Matte berührt. Hier kannst du auch zur Hilfe einen Block unter deinen Kopf legen oder eine dickere Decke. Sehr schön. Komme nun langsam mit dem Kopf bis zur Hälfte wieder nach oben.
Bewege deine Füße zueinander, bis du einen stabilen Stand hast. Und dann roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Es folgt die letzte Pose, Paschvuttanasana, eine intensive seitliche Dehnung. Danach folgt nur noch Entspannung. Bleibe in der Kretsche stehen und dann führe die Hände hinter deinem Rücken zusammen. Du kannst entweder jeweils den Ellenbogen mit deinen Händen umschließen oder du bringst deine Hände hinter deinem Rücken. Drehe nun den rechten Fuß nach außen, sodass die Zehen jeweils ans Mattenende oder den Anfang zeigen. Den linken Fuß drehe leicht diagonal nach innen. Drehe deine Hüfte zum rechten Fuß, sodass der Oberkörper nun auch nach vorne gerichtet ist. Atme ein, strecke dich weit nach hinten, gehe ruhig dabei ins Hohlkreuz. Dann versuche mit einem langen Rücken nach vorne zu kommen. Halte die Knie angespannt dabei und presse die Füße in die Matte, um das Gleichgewicht zu halten. Versuche, so weit du kannst, nach unten zu kommen. Dann löse dich langsam wieder. Atme ein, komm nach oben und wechsle die Seiten. Paschvuttanasana ist eine sehr schöne Pose, sich verneigend zur Erde hinzugeben. Sie öffnet die Schultern, kräftigt die Beine und sorgt somit für Erdung in liebevoller Haltung. Das hast du sehr schön gemacht. Komm nun langsam wieder nach oben und löse die Arme. Wir treffen uns am Anfang der Matte. Strecke die Arme nach oben, atme aus, Uttanasana. Und dann komm langsam über die Knie in Dandasana, der Stockhaltung. Auch hier kannst du dich gerne wieder auf ein Kissen zur Unterstützung setzen. Atme ein, ziehe die Arme nach oben und komme mit einem langen Rücken nach vorne. Paschimottanasana. Umfasse gerne die Zehen und ziehe dich weiter nach unten. Falls du nicht zu weit nach vorne kommst, dann stütze dich mit den Händen auf den Schienbeinen oder Oberschenkeln. Genieße die Dehnung. Atme tief in die Dehnung. Komm nun langsam wieder nach oben. Wir wollen uns unseren Füßen widmen. Nimm deinen rechten Fuß in die Hand und schenke ihm deine Aufmerksamkeit. Massiere die Fußsohle. Löse Anspannungen. Nun der linke Fuß. Wir bedanken uns bei unseren Füßen, wie weit sie uns schon getragen haben. Danke. Leg dich nun auf den Rücken, winkel das rechte Bein an und leg den rechten Fuß nah zum Oberkörper hin auf den linken Oberschenkel ab. Greife mit beiden Händen das linke Knie und ziehe es zu dir. Spüre die Dehnung. Wechsle nun die Seite. Atme tief ein und aus.
Strecke nun das linke Bein wieder aus und ziehe das rechte Knie zur Brust. Stelle den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel ab. Drücke mit deinem linken Arm das rechte Knie nach links unten, strecke den rechten Arm aus und folge mit dem Blick der rechten Hand. Genieße hierbei die Dehnung in der Wirbelsäule und im rechten Oberschenkel. Wechsle nun die Seite. Atme tief ein und aus. Wunderschön. Das hast du super gemacht. Genieße nun absolute Entspannung in der Endpose, Shavasana. Strecke die Beine aus, lass die Füße nach außen fallen. Breite die Arme neben dir auf dem Boden aus. Die Handflächen zeigen nach oben. Schließe die Augen und entspanne. Komme nun langsam wieder zurück. Wenn du soweit bist, roll dich nach rechts, umarme deine Knie und schenk dir noch ein wenig Geborgenheit. Setz dich langsam wieder aufrecht in den Schneidersitz oder einen anderen beliebigen Sitz. Ich danke dir, dass du dabei warst. Namaste, deine Joya.